Eine Oberarmstraffung kann auf zweierlei Weise erfolgen. Wir bevorzugen hier die nicht operative Verfahren, weil es ohne Narben geht und meistens auch in wenigen Stunden dann die Behandlung abgeschlossen ist, ohne OP. Man schaut sich dabei einen Film an und man hat dann am Ende so ein Ergebnis, und dafür sollte man sich erstmal beraten lassen, ob das einen in Frage kommt.